Das Bündnis Sahra Wagenknecht hat eine Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro beantragt. Es gibt in Deutschland immer noch rund 8 Millionen Menschen, die weniger als 14 Euro verdienen. Und damit sind niedrige Altersrenten, wenn man solche niedrigen Löhne und dann eventuell Arbeitslosigkeit über längere Zeiträume hat, eigentlich vorprogrammiert. Um das gesetzliche Rentensystem zu entlasten, Altersarmut und auch Erwerbsarmut zu verhindern, wäre es also dringend nötig, den Mindestlohn auf mindestens 14 Euro anzuheben, denn die Gewerkschaften schaffen es selbst nicht mehr. Aber was sagt denn nun die Partei der kleinen Leute, die SPD dazu? Die lehnt das Ganze natürlich ab. Sie hat es in der Mindestlohnkommission verhindert. Sie hat sich gegen den Willen der Gewerkschaften gestellt und gesagt, nee, der Mindestlohn, der wird nicht auf 14 Euro erhöht. Wir stellen uns auf die Seite der Arbeitgeber. Und jetzt liest uns ein Vertreter der SPD im Deutschen Bundestag die Begründung, warum die SPD so aggressiv Politik gegen die einfachen Arbeiter macht. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir heute Gott sei Dank wieder einmal über den Mindestlohn sprechen, dann denke ich zuerst aber an eine Veranstaltung, die diese Woche am Dienstag stattgefunden hat. Es war nämlich die Geburtstagsfeier der Festakt zu 75 Jahre Tarifvertragsgesetz. Hier im DGB-Haus, es waren viele wichtige Menschen da und man hat sich mit diesem Gesetz noch einmal beschäftigt. Es ist nämlich am 9. April 1949 in Kraft getreten und damit gut 5 Wochen vor unserem Grundgesetz. Und das Gesetz wurde damals ohne Gegenstimmen einstimmig angenommen. Die SPD-Fraktion im Wirtschaftsrat hat dieses als Initiativantrag damals eingebracht. Und alle, die Alliierten, die Parteien, die Arbeitgeber und die Gewerkschaften, haben gewusst und waren sich sicher, dass die Wiederherstellung eines freiheitlichen Tarifsystems von immenser Bedeutung für die Demokratie und für den Frieden ist. Dass eine damals hat die SPD tatsächlich noch die Interessen der einfachen Leute vertreten. Heute tut sie das eben nicht mehr. Sie hat sich vor allem unter der Regierung Gerhard Schröder ja aktiv an der Schwäche der Gewerkschaften beteiligt. Konfliktregelung. Und sie hat sogar unter der Arbeitsministerin Andrea Nahles, das war dann in der Ära Merkel, sogar Gesetze erlassen, um kleine Gewerkschaften wie die GDL auszubremsen. Also die SPD, die macht aktuell aktiv Politik gegen Gewerkschaften. Bernd Rutze, der beruft sich jetzt auf die Geschichte der frühen Bundesrepublik, als die SPD noch eine andere Politik gemacht hat und versucht, das in die Tradition der heutigen SPD zu stellen, was natürlich völlig lächerlich ist. Zwischen Kapital und Arbeit unbedingt geschaffen werden muss. Und dass dieser gesellschaftliche Großkonflikt, den es gibt und auch heute noch gibt, dass der strukturiert werden muss, dass diese Tarifautonomie zusammen mit der betrieblichen Mitbestimmung und der Unternehmensmitbestimmung ein Garant ist für Mindestsicherungen, für Arbeitsschutz und für Sozialleistungen und für soziale und gesellschaftliche Teilhabe. Und alle wussten, dass wenn diese Tarifbindung wegfällt als zentrales Instrument zur Lösung dieses Konflikts, dann bleibt der Konflikt. Und wenn ein solcher Konflikt nicht gelöst wird, dann suchen sich andere Ausdrucksformen und das gefährdet unsere Demokratie. Vor 75 Jahren, 49, gab es dieses gemeinsame Interesse und ich hoffe, dass es dieses gemeinsame Interesse auch heute nach 75 Jahren noch gibt. Aber wir sehen, die Tarifbindung ist deutlich im Fallen. Nur noch jeder zweite Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer wird von einem Tarifvertrag geschützt. Diesen Leuten geht es besser als die, die keinen Tarifvertrag haben. Aber der Geist damals auch des Grundgesetzes, Artikel 9, hat nicht gesagt, ihr könnt, wenn ihr wollt, Tarifverträge machen. Die haben gesagt, ihr sollt Tarifverträge machen, weil ihr es besser könnt wie die Politik. Macht Tarifverträge. Und vor 10 Jahren ungefähr kam die Forderung auf, irgendwie funktioniert das nicht mehr. Und deshalb brauchen wir diesen Mindestlohn. Die Linkspartei hat den schon länger als 10 Jahre gefordert. Die SPD hat die Forderung da vor 10 Jahren aufgegriffen und in der Großen Koalition durchgesetzt. Aber erstmal zu einem viel zu niedrigen. Die Linkspartei hat nämlich 10 Euro gefordert, die für die damalige Zeit völlig in Ordnung gewesen wären. Die SPD hat nur 8,50 Euro gefordert. Und deswegen kam jetzt die Erhöhung auf 12 Euro, die durch diesen Wirtschaftskrieg gegen Russland und den damit einhergehenden Preisschock auch schon wieder entwertet wurde. Also die Forderung, den Mindestlohn weiter als 12 Euro zu erhöhen, nämlich auf 14 Euro. Die kommt ja nur daher, dass wir gerade so einen rabiaten Preisschock haben, dass wir so eine hohe Inflation haben, dass der Mindestlohn mittlerweile nicht mehr so viel wert ist. Und diesen Preisschock, den haben wir nicht wegen Lohnsteigerung, diesen Preisschock, den haben wir, weil unsere Regierung meinte, es wäre eine gute Idee, einen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten zu starten und hier die Rohstoffpreise zum Explodieren zu bringen.
Eben diese untere Grenze, diese Haltelinie, da, wo es darunter sittenwidrig wird, einzuführen. Manche Staaten brauchen das nicht. Und ich wäre auch froh, wenn wir keinen Mindestlohn bräuchten, weil wir eine ganz hohe Tarifbindung hätten. Aber wir haben natürlich damals nicht zugeschaut und wir haben auch jetzt nicht zugeschaut. Mit 12 Euro, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind wir annähernd in den Bereich gekommen, wo wir wieder europäisch auch mithalten können. Mit zwei weiteren Trippelschritten. Das ist eine Lüge. Also die EU-Kommission, also die EU hat eine Richtlinie erlassen, nach der der Mindestlohn bei 60% des nationalen Durchschnittseinkommens sein sollte. Damit wäre er in Deutschland zwischen 14 und 15 Euro. Also wenn wir die europäische Norm erfüllen würden und tatsächlich ähnlich viele Niedriglöhne hätten wie andere Länder, dann hätten wir schon längst einen Mindestlohn von 14 Euro. Also Deutschland setzt hier EU-Recht nicht um. Also da sieht man auch sehr schön, dass EU-Recht nicht unbedingt umgesetzt werden muss. Hier hat die EU mal ausnahmsweise was Sinnvolles gefordert und ausgerechnet das setzt die deutsche Regierung nicht um. Weil die SPD eben den Interessen des Finanzkapitals dient und die normalen Menschen ihr völlig egal sind. Ja, und ist auch unglaublich, wie der Bernd Brützel das hier verschwurbelt. Also das müsste er eigentlich erklären und er hält hier so eine Rede im Sinne von, ach, damals wisst ihr noch, als die SPD noch die Interessen der einfachen Leute vertreten hat und dann haben wir Mindestlohn durchgesetzt. Ja, aber viel zu langsam erhöht. Auf 12,41 und 12,82 ab nächstem Jahr sind wir aber wieder zurückgefallen, was die 60% betrifft, weil andere schneller geworden sind. Und deswegen ist es wichtig, auf Augenhöhe zu verhandeln, auf Augenhöhe zu entscheiden und nicht, dass jemand da ist, der dann sagt, so geht's lang. Das ist nicht der Geist des Grundgesetzes, das ist nicht der Geist des Tarifvertragsgesetzes und es wäre auch gut, wenn es nicht der Geist der Mindestlohnkommission wäre, denn sonst brauchen wir uns nicht zu wundern, dass immer wieder Diskussionen über die Mindestlohnkommission und über die Höhe des Mindestlohnes stattfinden. Vielen Dank. Was? Habt ihr das gerade gesehen? Er hat gar nicht begründet, warum die SPD in der Mindestlohnkommission die Erhöhung des Mindestlohnes verhindert hat. Es war die SPD-Politikerin Christiane Schönefeld, die sich in der Mindestlohnkommission der Arbeitgeber geschlagen hat und gesagt hat, nein, ein Mindestlohn mit 14 Euro, den wird es mir nicht geben. Den haben die Gewerkschaften nämlich gefordert. Also die SPD hat einen Mindestlohn von 14 Euro gegen die Gewerkschaften verhindert. Und jetzt will sie das so darstellen, als wäre das Ergebnis eines Aushandlungsprozesses. Bullshit. Das war Ergebnis einer Entscheidung der SPD-Politikerin Christiane Schönefeld. Das war nicht Ergebnis irgendeiner Verhandlung. Also die Gewerkschaften hatten ihre Position, nämlich 14 Euro. Die Arbeitgeber hatten ihre Position, nämlich 12,41 Euro. Und die SPD hat gesagt, liebe Arbeitgeber, liebe Unternehmen, wir sind natürlich auf eurer Seite. Es ist uns scheißegal, ob hier die Bevölkerung verarmt ist. Es ist uns völlig egal, was die Gewerkschaften sagen. Wir machen Politik fürs Großkapital. Das hat die SPD da gesagt. Und jetzt schwurbelt dieser Abgeordnete sich einen zusammen. Also die SPD muss weg. Also die muss wirklich abgelöst werden. Das ist eine einzige Katastrophe, was diese Partei gerade mit unserem Land, mit unserer Wirtschaft anrichtet. Und dass darunter die ärmsten Arbeiter noch am meisten leiden sollen, indem man ihnen einen halbwegs gerechten Lohn versagt, das ist wirklich Ausdruck dieses kompletten Totalversagens. Also das heißt Versagens. Es ist absichtliche Politik einer Partei, die gegen das deutsche Volk gerichtet ist.